So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir sind bei Thomas in Gera, ne? Wir sind jetzt am sächsischen Bahnhof, was es früher mal war. Ich war ja schon mal hier zur Safari-Zone, da kenne ich diese Halle noch her. Jetzt ist da ein Burger-Restaurant drin. Thomas hat auch gesagt, wenn wir kommen, wir müssen mal hierher, wir müssen mal zusammen da essen. Da gibt es so einen fetten Monster-Mega-Burger. Die Andrea ist dabei. Die hat gesagt, die will den sponsoren. Der soll eigentlich so für 4 Mann sein. Wir sind jetzt 6 Mann. Die können vielleicht auch für 6 Mann machen, dass es halt noch mal ein bisschen mehr ist oder wie auch immer. Wir gucken uns das Ganze mal an. So sieht das Gebäude hier dann aus. Das ist der sächsische Bahnhof. Da steht Franks. Franks? Franks? Frank Zander? Wir können euch mal kurz den Eingang hier zeigen. Wenn ihr nämlich hier reingeht, habt ihr hier ein kleines Schildchen. Franks Burgerlicious Barbecue. Öffnungszeiten. Und die sind schon ganz speziell 10.27 Uhr bis 21.01 Uhr. Dann müsst ihr aber aufpassen, weil hier ist es dann bis 22.02 Uhr. Geht aber auch 10.33 Uhr erst los. Und hier bis 21.04 Uhr. Fängt aber auch erst 11.46 Uhr an. Habt ihr sowas schon gesehen, sowas schon erlebt? Das ist auf jeden Fall sehr speziell. Wir gehen jetzt mal rein zu den anderen, suchen uns einen Tisch. Also eigentlich haben wir den Tisch schon. Ich habe mir kurz mal hier ein bisschen frisch gemacht, bin nochmal raus. Wir betreten jetzt das Gebäude, suchen mal einen Thomas. Ne? So, da wollen wir mal ganz kurz einen Blick in die Karte werfen, dass ihr seht, was wir hier heute essen wollen. Wir sind nämlich jetzt zurück in die Zukunft. Das ist der Monster Burger. Fleisch, Fleisch, Fleisch und mehr Fleisch, ca. 1500 Gramm pures Rind mit viel Chili con Carne ohne Bohnen, haufenweise Bacon, Käse und ein kleiner Berg Chips. Für 69 Euro, passt für 4 Personen. Und, weil wir so gerne scharf essen, haben wir hier gesehen, hier gibt es auch noch Soßen, Liebe scharf oder Religion, also Religion, warum liest man es nicht einfach deutsch vor? OMG, sehr scharf. So, jetzt also scharfe Religionssoße und ein Monster Burger. Und dann gucken wir mal, was das ist, ne? So, der Burger ist jetzt auch angekommen. Wir zeigen euch jetzt mal den Burger, wie der aussieht. Passt auf, haltet euch fest. Nehmt die Stühle und die Beine in die Hand, die Stuhlbeine am besten und guckt euch das mal an. Das ist der Burger. Also das nicht, das sind die Chips, ne? Und er geht hier hoch und macht einfach diesen. Das ist der Burger mit 3. Was ist denn das hier? Der Zimt, das Rote, na? Paprika? Nee, oder? Paprika? Ja. So lange Paprika, nicht die anderen, nicht die runden, diese langgezogenen Paprika, diese Spitz vielleicht. Ja. Ihr habt hier überall, da ist Bacon sogar mit drauf. Hier ist der Käse, da sind immer noch Tomatenscheiben mit drunter. Dann ist noch mehr Fleisch, da ist noch mehr Käse, da ist noch mal immer wieder Brötchen dazwischen und auch. Du kannst also eigentlich alle einzeln rausnehmen und dann hochpacken und überhaupt. So, alles drumherum noch mit irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie die das jetzt essen wollen, wie die das jetzt da draufpacken. Und ich guck mal, irgendeiner muss es jetzt auseinanderbauen. Dann nehme ich es halt so. Das geht. Punkt. Alter. Oh mein Gott, er fällt um. Der bewegt sich. Das wäre halt wie ein Burger gerade. So. Das wird mir schon reichen. Na, dann nehme ich einfach bis zum Wann, weil ich es sind ja nur 3. Wenn man es so nimmt, wenn man es so runter nimmt, sind es genau 3 Stück. Nein, warte, dann nehme ich das und dann ist es okay, weil ich... Du nimmst einen kleinen Hamburger, genau. Meinst du? So, dann kannst du der nächste hier so und so und so und dann was weiß ich. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich habe jetzt 2. Geil? Ja. Du hast 2. Ich wollte mir nur noch was von dem. Was? Er hängt hier noch eine zweite Patty dran. Ich mach so. Ich krieg das locker weg. So, der Burger ist jetzt sozusagen leer, ne? Ihr seht, der Spieß ist ganz alleine. Da könnt ihr jetzt Table Dance an der Stange und so weiter und überhaupt Pole Dance, ne? Hier seht ihr, überall ist dann noch Pulled Pork drauf, was man sich dann auch hier so runternehmen kann. Kann sich doch noch, das noch so rüberschieben. Ja, ist halt nur eine kleine Portion, zack. Das ist jetzt hier für den Ramses, das ist der Rest, ne? Und hier habt ihr überall noch diese schönen Kartoffeln und hier habt ihr diesen Dip, diesen Religion. Den religiösen Dip, der OMG sehr scharf sein soll. Gleich 3 Döschen. Den werden wir auch gleich mal probieren und gucken, ob der wirklich so scharf ist und was dann passiert,
mit dem menschlichen Körper. So, wir haben jetzt die Aufgabe, wir sollen eigentlich erstmal den Dip probieren, weil der ja so OMG ist. Ne? Wir werden jetzt einmal schnüffeln. Riecht irgendwie fruchtig, tomatig, ein bisschen so, ein bisschen würzig, kräuterartig. Wir nehmen uns jetzt mal einfach so eine Kartoffel hier raus, machen da mal ein bisschen was an die Kartoffel, bevor wir zu dem Burger kommen, hauen das hier so an die Ecke. Pupsi hat gesagt, der ist wirklich sehr scharf. Bin ich mal gespannt. Hauen wir uns den Chip rein. Hat ein bisschen was von diesen Burning Pain Habanero Chips. Oder generell. Ich weiß nicht, ob da Habanero Chilis reingearbeitet sind. Oder irgendwelches Pulver. So Chili Pulver, Habanero Chili Pulver. Es gibt ja alles Mögliche auf jeden Fall. Hat das genau so einen Geschmack. Ist würzig, ist an sich scharf, ja, aber haut mich jetzt nicht vom Sockel. Habe ja einen schönen Chip dabei gehabt und dann passt das auch wieder. Wir müssen den Burger natürlich auch probieren, wenn er schon hier rumliegt, mal ein bisschen was vom Fleisch abbeißen. Das ist wie gesagt jetzt hier der Teller, den ich habe. Ein Teller übrig. Schneiden wir uns mal von dem Fleisch was ab, probieren auch das Fleisch, wo der Käse schön drüber gelaufen ist. Da kommt noch Salat rausgelaufen. So, einmal nur das Fleisch. Und mit dem Brötchenbun unten bei und der Gurke und der Soße. Erinnert mich ein bisschen an die Big Mac Soße von McDonald's. Unten hat irgendwie so ein gleiches Feeling. Das Fleisch aber richtig gut. Schön. Schön zartes Fleisch, was auch sehr saftig ist, was du einfach so essen kannst. Nichts Knorbeliges, nichts dabei. Also Fleisch ist auf jeden Fall top. Auch die Soßen passen. Alles ist sehr saftig, alles ist schön sauciert, wie ich immer sage. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Muss mir nur den fetten, scharfen Dip draufhauen, die Chips dazu. Dann denke ich mal, das schmeckt bestimmt allen, oder? Schmeckt's euch? Ja, lecker. Lecker. Siehste, allen schmeckt's, alle sind begeistert. Pupsi, wie schmeckt dein Coleslaw? Magst du mal probieren? Da muss ich mir das Ding wieder abmachen. Pupsi hat nämlich extra hier noch so ein Schälchen Coleslaw dazu genommen, also im Prinzip Krautsalat. Sehr mild und ein bisschen sahnig. Möchte noch jemand von dem Krautsalat? Schmeckt auf jeden Fall auch gut, der Coleslaw dazu. Bringt nochmal eine ganz andere Frische mit dazu, eine Frische mit rein. Ich werde ihn jetzt hier erstmal abspeisen. Da muss ich erstmal abfilmen noch nachträglich, was wir eigentlich bestellt haben. Denn es ist gerade gar keine Karte mehr da. Jetzt muss ich noch eine Vorreihen schneiden, ne? So ein Durcheinander. Und dann gucken wir mal, ob wir den ganzen Teller hier leer haben. Mit den ganzen Chips drauf, die da noch sind. Weil das muss ja auch noch alles weg. Die ganzen Chips und das Pult, Pork und der scharfe Dip und alles andere auch. Wunderbar. So, hier seht ihr jetzt den Rest und alle sind fett. So, das war glaube ich das Schlusswort. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Aber es hat geschmeckt, ne? Muss ich schon sagen. Tschüss.